So. Muss man nochmal eben gucken. Wie? Sind wir schon mal, aber ich habe noch kein Bild. Auf jeden Fall sehe ich gerade, da jetzt haben wir. Ja, jetzt stimmt auch wieder. So, dann herzlich willkommen hier bei der German National League Classic in China mit dem 72er Lotus. Jo, so wie ich jetzt hier schon sehe, haben wir erstmal voll die Fettregen. Finde ich natürlich richtig schön, weil ich brauche die Kiste nicht fahren. So, und dann sind wir auch schon, sind auch schon alle raus. Ja, bei den Autos ist es auf jeden Fall wichtig, frühzeitig zu bremsen. Der hat einen Bremsklotz wie ein LKW, wenn er mit 80 bremsen muss. Hier sind auch schon gelbe Flaggen in Sektor 2 und 3. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wer als erstes rausgefahren ist. Ah, der Zugführer. So, gehen wir mal auch auf ihn rauf. Hier jetzt frühzeitig bremsen, hier in China in der Schneckenkurve. Auf jeden Fall hat China auf jeden Fall nicht sehr viele Namen. Ich kenne nur die hier. Weil kann mich auch jemand aufklären, ob es noch welche gibt, aber ich meine nicht. Jo. Auf jeden Fall sehr schicker Anzug. Und zum Führer. Sieht man auch richtig, dass die auch wirklich mit einer Hand fahren und mit einer Hand auch schalten müssen. Und man muss auch wirklich aufpassen in den Kurven, weil ein bisschen zu viel Gas und gerade Heck kommt direkt raus. Ja. Ja. Wie gesagt. Ich weiß aber nicht, wie da drin im wie das Rennen gleich wird, ob das trocken oder auch Regen ist. Weil wenn das auch noch Regen ist, ja dann Halleluja. Gnade dem Gott. Dann auch alle Heile ins Ziel kommen. Ja, auf jeden Fall ist mühsam, wie die Box zu fahren. CF fährt jetzt raus. Meisterin hat Pima noch in der Box. Und Erik in der Box. Und an der Stelle würde ich auf jeden Fall wieder rausfahren. Zeit zu setzen, um so ein Auto auf jeden Fall zu machen. Oder die mussten beide wieder Flügel suchen. Ich glaube, Zugführer jetzt in der vorletzten Kurve. Jetzt hier einmal rausbeschleunigen, aufpassen, dass das Heck nicht. Wegrutsch. Sitzt schon mal eine 1. Ich glaube 18 wird das. Ja, eine 1, 18, 4. Für den Zugführer. Ja, mal gucken, was die anderen so setzen. Ja, ziemlich weit weg. Da kommt der nächste. Kranker Zocker ist der nächste. Mit einer. Ne, der geht jetzt erst noch so schnell. Upsi dupsi. Dann kommt Buaga auf jeden Fall mit einer 2, 22. Der Iban schreibt auch, der hat Probleme mit dem Lenkrad, jetzt muss er mit Controller fahren und da hat der. Oh! Meisterin Lapina mit Zugführer zusammen kollidiert. Und kriegt er 5 Sekunden Platzquite.
Strafe. Sehr bitter. Und so wie ihr auch schon mitbekommen habt, ist Meisterin Lampina auch in der Samstagsliga eingestiegen. Hat morgen ihr Debüt. Da darf sie sich gegen 21 Männer beweisen. So, und wie wir jetzt schon sehen, hat Renny Rocky die schnellste Zeit gesetzt. Mit 2 Minuten 14, gefolgt von Iron Senna. Dann Audi auf 4, Norris auf 5, Stumpy auf 7, Bernd auf 8. Uiuiui. Oh, Gelb in Sektor 2. Ja, da hat schon einer schon Schilder weggeschmissen. Oh, und Norris steht auf der Strecke. Er sollte auf jeden Fall weiterfahren, bevor er disqualifiziert wird. Oh, Borger auch im Dreck. Ich wollte schon sagen, bleibt der im Dreck jetzt stecken da? Aber ne. Wahrscheinlich den Gang nicht gefunden. Brody muss los Gang suchen. So, wer wird der nächste in der Zeit sein? Kranker Zocker. In der 2 Minuten 20. Reiht sich hinter Audi ein. Hallo Tim. Ah, schmeckt die Arbeit. Das ist ein froh, dass du auf jeden Fall arbeiten wirst. Und das ist nämlich schon direkt DNF gegangen. Kein 72er Lotus und Regen. So, wer wird als nächstes über die Linie kommen? Ist er Psycho? Meisterin Lapina ist auch noch zu weit weg. Erik ist noch zu weit weg. Putin ist. Ja, doch, Putin ist auf jeden Fall vor Psycho. Und Psycho ist, glaube ich, auch wenn ich mich nicht täusche, ist er in die Freitagsliga aufgestiegen. Ja, Putin geht in die Box. Okay. Wer ist auf jeden Fall durchgefahren? Hätte ich auf jeden Fall gefeiert. Wenn er das geschafft hätte. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Psycho geht auch in eine Box. Sieht aber wie ein ganzer Flügel aus. Vielleicht wird er sich einfach nur verschreifen. Gelb in Sektor 3. Jetzt kommt erstmal CAF mit einer Zeit. 2 Minuten 27. Ja. Morgen kommen die Butter bei der Fische. Oder hat Müser sich wohl gedreht? Ja, der war auf Abwägen. Wollte den Rasen mähen. Vorne ist Black Pearl auf dem 4. mit einer Zeit von 2:19. Aber wir haben hier noch 6 Leute, die auf jeden Fall noch eine Zeit setzen müssen. Ja, Randy Walkie sagt bestimmt wieder, ich kann die Strecke nicht, und man sieht, er ist wieder auf dem 1. Oder es wird immer eine Strecke, die er kann. Ich weiß es nicht. Mal gucken, welche Ausrede er nachher wieder hat. Wenn er ins Ziel kommt. Oh, jetzt kommt Meister in China. Und ab 2:30. Ja, weiß sich auf P12. Eigentlich sollte auf jeden Fall nochmal eine schnelle Zeit setzen, um so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Da sie ja noch eine Strafe kriegt. Oh, Müser wieder auf Abwägen. Ja, Ivan und Kuti sind wieder auf dem Outlet. Psycho ist noch in der Boxen. Gasse. Ich weiß nicht, ob der nur einen Schuss braucht. Ja, wenn der einen Schuss bleibt.
mühsam bei 2,53. Auf Platz 15. Der Zug hat sich auch verbessert, oder? Ne, der ist auf dem dritten Leben, glaube ich. Eleonore schreibt viel Erfolg, so wünsche ich dir auch. Stevie, guten Abend. Ja, ich bin auch ein bisschen krank, ganz einfach krank gewesen. So, gucken wir mal, wer von denen. Ja, Psycho ist gerade in der Schneckenkurve. Die Bahn ist auf der zweiten Geraden. Macht gerade Platz für Kutti. Ja. Kutti sehr vorsichtig im Ring mit dem Auto. Das Schöne ist, die meisten Fahrer fahren auf die Kiste und müssen sich nachher wieder direkt umholen. Die F1-Kollegen wieder einzusteigen. Und morgen ja auch wieder. Und da dreht sich Ivan. Weil die sich ja morgen auch wieder. Ja. Weil sie morgen wieder Formel 1-Rennen fahren. Um 23.15 Uhr. German National League Saturday. Night Racing. Auch hier in China. Aber ich hoffe, da haben wir keinen Regen. Und alles schön trocken. Dann müssen wir jetzt gefallen, auf jeden Fall jagen können. So, Meisterin Martina hat sich verbessert. Und ist auf P11. Audi ist jetzt auch noch schnell. Können wir mal den mit. Oh, Norris im Kies. Ne, kranker Zocker im Kies. Oh, kranker Zocker wurde disqualifiziert. Zeigt er mir an. Ja. Zocker wurde disqualifiziert. Uiuiui, ui, ui, bitter. Sehr, sehr bitter. Dann gehen wir jetzt mal auf Audi drauf. Wenn er jetzt auf der Geraden ist, dass alles aus dem Blumen rausholen kann. Mal gucken, wie die Zeit gleich bei ihm stehen bleibt. 60 schaffen wir hier in China. Ja, Audi wird bald da eine Zeit stehen. Oh, Kelp in Sektor 1. Ja, verbessert sich auf jeden Fall. Und auf P2. 2,16,4 vor Aaron Senna. Da ist immer noch gelb im Sektor 1, was jetzt verloren ist. Da hat sich Uaga gedreht. Ja, Meister und Alpina fährt nochmal eine Runde. Das ist 3 Sekunden langsamer als, ja, als ihre Zeit. Aber was machen Psycho und Ivan? Weiter, Ivan ist weiter. Ja, können wir auch schon sehen, unten rechts in der Telemetrie, wer wie viel Gas gibt. Das ist der Hauptgas, jetzt Vollgas. Gelb in Sektor 3, da verbrennt sich Ivan. Und Gelb in Sektor 3 ist wieder frei. Ne? So, Kutti ist auf Outlet, Kutti. Kommt besser von Graden, aber jetzt mal gucken, was Ivan für eine Zeit sitzt hier. Also sagen wir 2,25. 2,25,7, geht auf P9. Und das mit Controller, wenn ich jetzt mal eben innerhalb von ein paar Minuten mal eben umschwenken muss. Von Lenkrad auf Controller. Auf Respekt.
glaube, ich würde direkt zehnmal in die Wand fahren mit dem Controller. Der User muss auf jeden Fall weg, sonst wird der auch disqualifiziert. Im Weg stehen ja und Randy Rocky, wie man ihn kennt, natürlich die Topzeit mit 2:13.5. Und Psycho reiht sich auf P3 ein. Mit einer 2:16.651. Ich glaube, vor Iron Senna hinter Oli. Erik, der neben Audi ist. Aber ich hoffe, Audi war nicht auf der Schnell. Ja, auch sehr behutsam mit dem Gas. Hier brauchst du nur einmal zu viel Gas geben. Dann machst du direkt einen Downer. Gelb in Sektor 3. Und CAF, die werden in der Box bleiben, um die dann keine Zeit mehr setzen können. Jeder fällt in der Vorlage. Ja. Zuvor hat sich von der Zeit her verbessert, aber nicht von der Position her. Das ist auch gleich, wenn man noch 2 Sekunden rauskommt, wenn man sich verbessern will. Und der Black Pearl hat sich jetzt gerade. Jo. Auf den dritten Platz vorgearbeitet, sehr stark. Und der ist gerade neben Bernd ist. Weiß nicht, ob Bernd auch noch schnell ist. Ich glaube ja. Ja, Bernd geht jetzt auch noch schnell auf jeden Fall. Er sollte Black Pearl auf jeden Fall jetzt Abstand halten. Und Bernd nicht zu tun hat. Weil, wenn der Hintermann sich jetzt verbremst, kann somit auch ganz gut in die Hose gehen, so U-Bahn ist über den Ring auf P8. Da ist ein Thema CAF und Box aus abgewunden. Huaga Ulinia auf P6 verbessert. Und Randy Rocky, ja, der übertreibt das Maß natürlich jetzt wieder hier auf volle Lotte. Mit 2:12.137. Alter, der darf gar nicht mehr fahren. Mhm. Von anderen Sternen. Aber wenn er morgen so fahren wird mit der Zeit, dann wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Dann brauche ich mir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Und Erik wird auch abgewunden auf P11. Ja, kommen jetzt noch welche über die Linie. Ja, toll, das ist jetzt erstmal auf der Geraden. Zugführer und Stumpi, die vielleicht auch ihre Zeit verbessern können. Oh, Stumpi kommt ein bisschen weit raus. Der Zugführer wird dann kommen. Versucht man mit dem Schattenspiel zu holen. Sich noch vor Black, ne, ist Iron Senna. Iron Senna auf P2 vorgefahren. Mal gucken, was unser Norris hier macht. Jetzt auf dem vorletzten Laden. Muss noch einmal bremsen, links abbiegen. Und wo bleibt seine Zeit stehen, dass nicht zu viel Gas. Also wir sehen auf welchem Platz gelandet ist, auf jeden Fall, weil das ist der Qualifying auf P8 ist er gelandet. Da ist wieder mein Fernseher zu laut, da bin ich zu leise. Oh, vielleicht hört man mich ja jetzt gerade besser. Ich habe den Fernseher ein bisschen leise gemacht. Weiß ich, Stevie, hörst du mich jetzt besser oder eher schlechter? Ja. Wäre auf jeden Fall gut, wenn ihr das mal in den Kommentaren schreiben würdet.
wer wen hier wie versteht. So, jetzt sieht auf jeden Fall trocken aus. Rennen bleibt trocken, schreibt Erik. Vielen Dank dafür schon mal. Nein, Erik, wir fahren die Strecke nicht rückwärts. Da kannst du jetzt mal vollknicken. Jetzt wird hier wieder ordentlich gefahren. Kannst von mir aus morgen. Morgen Abend um 23:15 Uhr im Quali und nach dem Rennen kannst du von mir aus rückwärts fahren. Dann habe ich nämlich schon einen Mercedes weniger, der mich nervt. Nein, Quatsch. Das ist natürlich alles Spaß. Ich glaube, alle wissen das auch in den Gruppen von uns. Auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle. Hashtag Werbung. Das dachte ich mir, Erik. Ja, Manu McBounce muss natürlich wie immer arbeiten. Manu, wenn du auf jeden Fall Bock hast, kannst du morgen auch arbeiten gehen. Ach, will ich noch? Ein Ferrari weniger. Ja, die Fahrer gucken jetzt auch, wie ihre Strategie am besten ist. Ja. Ist das schön. Die große GNL-Familie. Das ist schon ein Haufen. Ja, ich mache gerade auch noch ein bisschen Pause, noch eben noch eine rauchen. Manu. Ja, bei der Strecke wird das aber schwer. Da können wir höchstens auf der Geraden machen. Da wird das funktionieren. In Bahrain ist schon vorbei. Manu, wir müssen morgen auf jeden Fall fahren. Wir müssen ein neues Video machen in China. So, jetzt gehen auf jeden Fall alle noch mal auf die Toilette oder machen sich noch ein Bier auf oder sowas. Denk mal, hat der Randy auf jeden Fall eine Kanüle am Hals hat. Ja, Erik, ist Mercedes on fire oder ist er Randy on fire? Weil dich möchte ich eigentlich auch morgen irgendwo da vorne mitkämpfen sehen. Zwischen den Mercedes, Ferraris, Haas und Renaults.
McLaren macht ja auch noch mit. Er versucht es zumindest. Jo, warten wir auf Spieler. Wir haben ja immer gesagt, dass wir 5 Minuten Pause machen. Ja, ich weiß jetzt schon, dass morgen auf jeden Fall in der Schneckenkurve wieder viele Kollisionen und Schubser und Flügelschäden gibt. Das wird auf jeden Fall passieren. Vielleicht kann ich meine Taktik da wieder so raushauen wie in Bahrain. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber ich will ja nicht so viel versprechen hier. So, Norris gibt da Go und die Zeit läuft jetzt runter. Oh, ich hoffe, dass auch alle wieder da sind. Nicht eine Minute vorher noch, ja, ich gehe noch mal eben schnell eine rauchen. So, ich hoffe, das ist all da. Jetzt kommt erstmal die Einführungsrunde hier in China. Fangen wir mal an. Randy auf 1, Ayrton Senna auf 2. Machen die erste Startreihe fertig. Dann kommt Audi und Black Pearl in der Startreihe 2. Gefolgt von Zugführer und Stumpy in Startreihe 3. Psycho und Norris, Startreihe 4. Orga und Bernd machen die Startreihe 5 vollständig. Dann kommt Ivan und Erik in Startreihe 6. Kuti und CAF in Startreihe 7. Müser und Wanfi Startreihe 8. Und Kranker Zocker und Meisterin Napina Startreihe 9. Jo, jetzt erstmal hier schön die Reifen aufheizen. Wie gesagt, ein Boxenstopp ist auf jeden Fall Pflicht. Weil ich glaube nicht, dass die 28 Runden durchfahren können mit den Reifen. Weiß nicht, versteht man mich auf jeden Fall jetzt besser oder ist Hintergrund immer noch zu laut? Schreibt da mal in den Kommentaren bitte. Schön, wie sie hier Schlangenlinien fahren, aber da wird schon einer abgedrängt. Sieht man schön von links nach rechts. Da muss man mal eben die Sachen hier einschalten. Positionsänderung, ja. Auch ein Tick leiser, dann höre ich ja bald gar nichts mehr. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall schwerhörig. Ich höre den Fernseher nämlich fast gar nicht mehr. So, und da stellen sich jetzt schon die ersten vier Fahrer bereit. Gucken, wo der Rest dann bleibt. Ob man es dann kriegen. Mich hört man jetzt gut, danke Gigra. Ja, Meisterin Napina kommt jetzt auch auf Start und Ziel. Dann spielt ein bisschen mit Gas und Bremse.
Jo, dann würde ich jetzt mal sagen, die 5 roten Ampeln werden jetzt angehen, um gleich zu erlischen, und der große Preis von China in der Classic ist eröffnet. Oh, da hinten kommt schon einer, ein bisschen ins Grüne. Oh, schönes Bild. So, erste Kurve. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ob welche abfliegen oder alle überstehen. Ich sehe schon, Kakazaka hat schon 4 Plätze gut gemacht. Oh, da gab es eine kleine Berührung. Aber ist nichts Großartiges passiert. Und es haben alle die Schneckenkurve überstanden. Respekt. Und Kranker Zocker hat schon jetzt 5 Plätze gut gemacht. Wenn und Iron Setter, Iron Senna. Oh, da hat er den ersten gedreht. Großer Zugführer. Oder? Ne? Erik! Erik Brudi. Sucht eine neue Strecke. Oder war er der? Ja, war Erik, meine ich. Wenn ich mich nicht täusche. Jo, also vorne hat sich auf jeden Fall nichts getan. Rennie kann sich jetzt eine halbe Sekunde schon rausfahren auf Ayrton Senna. Aber da ist noch eher ersten 4 auf jeden Fall eng beieinander. Dann kommt Stumpy schon mit 1,1 Sekunden Abstand, 1,2. Und dann hinter Borger auch schon fast mit einer Sekunde Abstand, aber der hat auch schon 3 Plätze gut gemacht. Bernd hat auch schon 2 Plätze. Und Psycho hat jetzt 3 Plätze verloren. Oh, da hinten gab es schon eine Berührung. Er war Zugführer. Nee. Psycho. Auch nicht. Auf Stumpi. Ja, Stumpi ist auf jeden Fall nach hinten durchgereicht worden. Der hat schon 9 Plätze verloren. Nein. Oh, da vorne hat sich was getan. Randy war auf Abwägen. Musste 3 Leute jetzt durchlassen. Blackpool, Iron Setter und Audi. Und Zugführer ist jetzt auf 5. Und Gelb in Sektor 1 und 2. Was ist da hinten schon wieder los? Da ist nichts passiert. Ja, Meisterin Lampina bleibt hinter Müser. Und CAF ist an Erik vorbei. Meisterin Lampina ist an Müser vorbei. Und Stumpi ist auch an Erik vorbei. Und dann Erik jetzt mal eben 2 Plätze durchgereicht. Und Stumpi, denke ich, wird jetzt wieder auf Verfolgungsjagd gehen, um seine 8 Plätze, die er verloren hat, wieder gut zu machen. Oh, Kranker Zucker hat schon mit 7 Plätzen gewonnen. Und Bernd auch mit 4 Plätzen. Und Audi bleibt auf jeden Fall. Oh, Kranker Zucker an Norris vorbei. Nein, doch nicht. Norris kann die Tür noch zumachen. Aber wir werden jetzt hier von den 3 den besseren Exit. Kranker Zocker kann jetzt, glaube ich, den Windschatten nicht mehr, das ist die Kameraperspektive hier. Hallo, umschalten, ne? Ja. So, Kranker Zocker setzt sich jetzt neben Norris. Und wer bremst später? Ja. Und jetzt hier die Exit. Oh! Was ist da ein Psycho? Kann nicht auch so pushen. Und Audi mit der schnellsten Rennrunde. 2 Minuten und 7. Und über den durchgereicht. Jetzt haben wir Psycho, der ganz nah an Norris dran ist. Oh, ein kranker Zocker. Oh, Gelb in Sektor 3. Juan Felicini fährt in die Box, oder? Nee. In der nächsten Runde fährt er in die Box. Der hat, glaube ich, einen Flügelschaden. Vorne links fehlt der. Hat sich wohl weggedreht.
Asana Pina, ja, zwei Plätze gewonnen. Jetzt schnell den Anschluss wieder finden. So, wir sind hier mit Nas Psycho dran an Norris. Vorne haben wir jetzt den kleinen Abstand, ja, ich gleich mal auf den Zugführer. Der ist nämlich dran am Black Pearl. Der war erster. Black Pearl wohl auch irgendwo einen Fehler von gehabt. Wir konnten Iron Sander auch in Rennen wieder vorbeifahren. Psycho hat aber jetzt 2 Sekunden. Nein, Psycho ist an Norris vorbei. Jo. Ja, und Stumpy ist CAF Stumpy. Sind dran an Kutti. Wo CAF, wo Kutti jetzt an CAF vorbei ist. Ja, CAF holt sich jetzt den Windschatten, holt raus. Und Iron Sinner mit einer 2 Minuten 005. Oh, und da gab es eine kleine Berührung an Kutti. Und konnte Stumpy dann vorbeiziehen. Oh, und Randy Walkie da vorne mit Audi. In der Schneckenkurve. Ja. Audi konnte aber seine Position behalten. Und jetzt kommt Randy von außen. Ganz später, oh, Stumpy ist an Kutti vorbei. Ja, und Audi kann seinen Platz beibehalten. Und One-Fee geht in die Box. Also somit heißt, One-Fee kann jetzt komplett durchfahren. Weil er schon einen Boxenstopp gemacht hat. Eben hier auf die Reifen. Randy Rocky ist dran auf jeden Fall an Audi. Da hinten haben wir Kranker Zocker, der dran ist an Buaga, und Buaga dran ist an Bernd. Wie wir auch wissen, ist Buaga auch eine harte Nuss. Das ist auch schwer zu überholen. CAF ist dran und Stumpy muss man. Oh, vorne ist Randy an Audi vorbei. Ja, vielleicht kann Audi noch dagegen setzen. Er bleibt auf jeden Fall in Kampflinie. Ja, und Audi ist jetzt vorbei, aber Randy hat wahrscheinlich einen besseren Exit und zieht wieder vorbei an Audi. Und Borger ist vorbei an Fern. Und Iron Senna mit einer neuen schnellen Runde in der 1,59. Und da ist an Bernd vorbei und Kranker Zocker hängt jetzt hinter Bernd. Da hinten ist CRF an Stumpy vorbei und Eric an Iban. Aber da fängt doch jetzt gerade an zu regnen. Oder meine ich das jetzt nur? Da waren doch gerade Regentropfen, oder? Also wenn er jetzt anfängt zu regnen, ja, Happy Birthday. Das wird auf jeden Fall lustig. Gelb in Sektor 2 und 3. Iban ist wieder an Eric vorbei. Aber Sektor 2 und 3 wurde wieder aufgelöst. Der Audi musste jetzt von Randy abreißen lassen. Ich glaube, Randy ist jetzt on fire, der will wieder nach vorne auf Position 1. Das haben wir ein paar Runden lang im Auge behalten, was sich da tut. Auf jeden Fall, Bernd ist dran an Buaga und Kranker Zucker ist dran an Bernd. Und wenn die 30 jetzt gleich da auf jeden Fall weiter kevillen, dann könnte Psycho sogar aufholen. Und könnte mitspielen. Wer hat jetzt hier den besseren Exit? Wer kann besser rausbeschleunigen?
Ja, kranker Zocker ist auf jeden Fall schlau. Er nimmt den Windschatten vom Bären und die Bahn ist an Pretty vorbei. Er landet auf Vordergraden. Dann gehen wir mal hier auf kranker Zocker. Der jetzt an Bernd vorbei ist, aber Bernd hat die Innenbahn. Gucken wir jetzt, ja, Bernd kann besser beschleunigen. Und behält seinen Platz erstmal. Jetzt macht Boris nichts Unüberlegtes in der Kurve. Bernd bleibt auf jeden Fall erstmal noch vor kranker Zocker. CAF ist vorbei an Stumpy und Eric vorbei an Kutti. Und da vorne geht es auch zur Sache zwischen Audi und Black Pearl. Und ist der Zugführer, der schon dahinter ist? Jo. Während die zwei sich da keppeln, kann Zugführer auch langsam aufschließen. Naja, oder ist er schon über 100 da? Na, ist Wanfi. Wanfi ist er, der dazwischen hängt. Und Eric ist vorbei an Iban. Mein Gott. Also man hat hier mal so ein paar Grüppchen, wo hier mal rumlaufen sind. Finde ich sehr schön. Oh! Das war eng. Zwischen Iban und Eric. Da wurde Eric fast rausgedrückt worden. So, dann haben wir jetzt noch Black Pearl, der an Audi dran ist. Und unten haben wir Kutti, der an Iban dran ist. Und Black Pearl geht vorbei an Audi. Okay, Black Pearl 2 und 3. CRF und Norris. Und Norris wurde durchgereicht. Stumpy ist auch vorbei. Kranker Zocker ist vorbei an Bernd. Und Iban ist vorbei an Eric. Mein Gott, ne? Also ich komme irgendwie in jeder Kurve und Audi ist wieder vorbei an Black Pearl. Also ich komme irgendwie an jeder verdammten Kurve in Überholmanöver und Bernd ist jetzt wieder vorbei an Kranker Zocker. Ne, doch, nicht. Kranker Zocker kann seine Position behalten. Bernd nutzt jetzt das Windschattenspiel. So, und Audi ist dran am Black Pearl. Audi versucht das über die Außenbahn. Ah, Leute, beruhigt euch da und schmeißt euch nicht weg. Aber auf jeden Fall gerade ein geiles Bild. Der Hinterreifen von Black Pearl war genau zwischen Audis Vorderreifen und Hinterreifen. Das sah sehr schön aus. Aber haben beide trotzdem die Schneckenkurve gut überstanden. So, dann haben wir. Erik, der auch nah dran ist an. Ja, Kutti ist erstmal vorbei an. Ja, Iban hat auf jeden Fall zwei Plätze verloren, dadurch konnte Kutti erst vorbeigehen und nachher konnte Erik auch noch an Kutti vorbeigehen. Oh, jetzt haben wir hier einen schönen Viererkampf und vorne Black Pearl ist im Kies. Black Pearl im Kies, somit konnten Zugführer, Braga und kranker Zocker vorbeigehen. Und Bernd auch noch. Ja, das ist schon. Das ist noch alles sehr eng. Hier reicht auch ein kleiner wieder aus. Da können sie so viele Plätze verlieren. Aber gehen wir jetzt mal hinten auf den Sektor 2 und 3. Gelb. Wir können vorne noch sagen, wie aufgelöst. Iban ist dran an Kutti. Meisterin Lampina ist auch dran an Iban. Oh, und da gab es der Verbremser von Iban. Meisterin Lampina konnte das direkt nutzen. Aber Iban hält noch dagegen. Oh, und da hat sie fast Kutti weggedreht, aber konnte das Auto perfekt abfangen. So, Meisterin Lampina und Iban. Wer hat jetzt die starken Nerven in der letzten Kurve? So, Black Pearl geht in die Box, holt sich wahrscheinlich einen neuen Flügel. So, Iban hat mehr Nerven gehabt. Ja, Iban braucht auf jeden Fall einen neuen Flügel.
Autos hat hoffentlich noch welche auf Lager. Großer Flügel, den die da austauschen. Meine Herren, ey. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir hier noch ein paar Zweikämpfer haben. Und dann ist noch kranker Zocker auf dem Weg, auf Uaga aufzuschließen. Ansonsten hat sich das Feld ein bisschen auseinandergezogen und Black Pearl ist an Ivan vorbei. Ja, Ivan hat halt Probleme vom Lenkradfahrer auf Controller. Ist glaube ich auch nicht mehr. So ein kranker Zocker ist dran an Uaga. Wer kriegt jetzt hier den besseren Ausgang auf die Geraden? Oh, und One Vinicini hat die Session aufgenommen. In Sektor 2 und 3. Natürlich da, wo... Doch, da steht er. Rechts sieht man ihn. Ist wohl auf den Körb gekommen. Hat dann Gas gegeben und ist rausgeflogen. Schade, schade, schade. Natürlich ist das auch gelassen. Ja, Ivan mit einer 3-Sekunden Strafe und kranker Zocker ist jetzt. Er musste wieder abreißen lassen von Uaga. Zugführer knabbert sich langsam dran an Audi. Oh, da hinten gehört auch einen schönen Fight zwischen Kuti und Meisterin Lampina. Da hat, glaube ich, Meisterin Lampina spät gebremst. Musste Kuti somit vorbeilassen. Aber bleibt auf jeden Fall hartnäckig. Und versucht direkt wieder aufzuschließen. Es geht Ivan in die Box. Ja, fährt erstmal in die Box, um in die Box zu fahren. Wie es aussieht, hat er auf jeden Fall keinen Flügelschaden. Aber mal gucken, ob der Flügel gewechselt wird. Und Ivan hat die Session aufgenommen. In der Box. Vielleicht doch, welch schwarzer Dach. Aber ich meine, dass das nicht erlaubt ist. Oh, da müssen sich die Stewards mal angucken. Ich hoffe, dass mal die KI drin bleibt. Wir haben hier einen kranken Zocker, der dran ist am Uaga wieder. Norris hat die Session aufgegeben. Und jetzt fliegen sie hier aber ab. Und genau fast an der gleichen Stelle wie Onefee. Ich hoffe, dass da keine Backmauer oder so ist, dass sie da alle irgendwie rausfliegen. Und Uaga konnte sich behaupten. Nein, konnte sich nicht behaupten. Kranker Zocker ist vorbei an Uaga. Und Zugführer geht in die Box. Jetzt gehen sie alle in die Box. Ja, Kranker Zocker auf. Uaga auf. Holen die sich neue Reifen oder holen die sich jetzt schon die Slicks? Die Wetterreifen. Regenreifen. Nein, Gott, ne? Holen sich neue Slicks. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ob der Regen mehr wird. Abwarten. Haben sie auf jeden Fall welche schon ein paar Stops gemacht. Black Pearl Durchfahrtsstrafe. Rasen während der Safety Car Phase. Wer hat denn jetzt das Safety Car ausgelöst? Also kriege ich jetzt erst die Meldung. Und alle kriegen Strafe wegen... Ja, Hut ab auf jeden Fall. Mal gucken, Iron Senna ist jetzt. Geht jetzt auf die Black Pearl.
von der Session disqualifiziert, mehrere Strafen erhalten. Hä? Nicht, dass die das Safety kann nicht überholen dürfen. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob da irgendwie ein Bug oder so was. Also so viele Strafen kann er sich gar nicht eingefangen haben. Ja, das sind erst Fragen über Fragen über Fragen. Und alle dürfen auch nicht so schnell fahren. So während Durchfahrtsstrafe, also während der Safety Car Phase. Läuft da glaube ich schief, weil das hat man auf jeden Fall jetzt mehrere. Senna fährt schon wieder raus. Wir mussten noch. Genauso wie Audi. Hier kommt Zug vor, der kommt jetzt auf Start und Ziel. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend, Norris. Ach ey, so Angst. Einmal zu viel auf Gas gewesen. Ja, wahrscheinlich auf den Körb gekommen, Gas gegeben und Tschüssikowski. Ja. Genau das. Und dann zack, vorne links Reifen in die Mauer rein und das war's. Naja. Ja, genau an der gleichen Stelle ist auch Runfi ausgeschieden. Ungefähr. Okay. Oh Mann. Ja, naja, die traktionsreichsten Autos sind das ja nicht. Naja, das stimmt. Irgendwer habe ich das Safety Car verursacht, aber jetzt wird das Feld ja wieder besser. Ich denke ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, gab wohl gerade ein paar Probleme noch, habe ich gesehen. Irgendwo mit, ja, mit Durchfahrtsstrafen in Rasen in der während Safety Car oder so. Ja, viele Strafen. Blackpool wurde disqualifiziert, weil er schon zu viele Strafen hatte. Weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Irgendwie nicht. Ja, bei mir stand zwei, dreimal, dass der Rasen in der Safety Car Phase hatte. Gucken wir mal, wie sieht denn das Feld aktuell aus? Iron Senna vor Randy Rocky. Ja, die sind schon hinterm Safety Car. Zugführer ist auch gleich da. Oder ist er da? Naja, Audi kommt noch. Ja, ja. Audi auf 3. Dahinter kommt Zugführer, der kranke Zocker. Ja. Da hinten kommen die nächsten alle an. Ja. Das ist eine etwas größere Lücke. Ja, ich habe aber zu viele Fehler gemacht. Also Quali war irgendwie lustig. Cool, da steht noch mein Reifen. War lieber lustig im Vollregen mit dem Ding. Ist wirklich mehr quer gefahren als alles andere. Ja, das stimmt. Aber das Schlimme ist jetzt hier, dass Safety Car schneller als die Autos. Ja. Also die hinteren werden richtig, auf jeden Fall Probleme bekommen, vorne auszuschließen. Ja, Stumpi schon relativ weiten Abstand. Erik dahinter. Ja. Da scheinen einige mit den Autos ein bisschen zurechtzukommen und die anderen nicht kämpfen. Ist ein bisschen laut. Mein Stream. Ja, was du nebenbei hörst. Ach, stimmt, ich hab den ja noch laufen. Ja, stimmt. Aber ich hatte eigentlich den Ton aus, deswegen wundere ich das. Ah, okay, war nicht ganz aus. Und was sagst du, wer holt sich das Ding heute? Ja, wird auf jeden Fall interessant da vorne. Ne? Ich glaube, ein kleiner Fehler reicht, da könntet ihr alles wegschmeißen. Ja, das also, ist absolut richtig. Ich glaube, da vorne ist noch nichts entschieden. Ja, du könnt noch. Safety Car immer noch draußen, ja. Ja, führt da wieder ein Rennen an, der liebe Bernd Mailänder. Ja. Ja. Ich bin heute Nachmittag mal ein bisschen China gefahren, also ich mag die Strecke eigentlich nicht wirklich. Weil diese eine Schneckenkurve da, die erste und die andere, die da rechts auf die lange Gerade führt, ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Ist auch nicht meins. Also China ist auch nicht meine Strecke. Oh,
Safety Car kommt rein. Ja. Dann kann es auf einen Neustart zugehen. Ja, mal und gespannt, wer auch, Dumpy konnte nur 2 Sekunden einholen. Also das ist nix. Ja. Nee. Nicht wirklich. Jetzt die ersten 9 wieder relativ nah beieinander. Ja. Aber danach ist noch eine gute Lücke. Jo. Ist natürlich ärgerlich jetzt, wenn Erik oder Kutti, ja gut, Kutti ist auch schon wieder 4 Sekunden dahinter und dann 7 Sekunden. Ah, hier, hier. Ja, der hat sich vorher auseinandergezogen. Mhm. Ja, jetzt wird Marin da, also Iron Tower, den gibt Ton jetzt umgeben. Ja. Ja. Wir waren da mit dem Safety Regen. Car ist rein. Es geht noch auf Trockenreifen, definitiv. Ja. Nur ganz, ganz leichter Regen. Man rutscht ein bisschen mehr als normal mit den Autos. Oh, da ist gut, Audi fast rausgeflogen und Renny geht in die Box. Ja, Renny. Ja. Das nützt aber noch nichts. Weil du musst erst eine Runde überstehen, bevor du die Safety Car Strafe absitzen kannst. Er wird auf jeden Fall nochmal reinkommen müssen. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das hat heißt, man muss jetzt eine. Okay. Du musst jetzt eine freie Runde gefahren sein. Ja, genau. Okay. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für Randy. Ja. Oh, Bernd. Hat er sich gedreht irgendwo? Der hat sich gedreht. Ja. Und Müser ist raus. Uiuiui. Müser ist raus, ich weiß nicht wo. Wo ist Iron Senna? Der ist jetzt erst in die SS da. Ja, und Audi direkt am kranken Zocker dran. Ja. In dieser Sektor 2 hier, in der Links-Rechts-Passage. Und Zugführer hat auch einen Fehler gemacht, weil der war für einen Zweiter und ist jetzt wieder Fünfter. Kutti hat gerade auch Platz verloren gegen Meisterin Lampina. Ja. Weiß ich jetzt, was da genau passiert ist, weil es ein bisschen enger zugeht jetzt hier vorne zwischen den ersten 7 da. Außer der Iron Senna schon wieder. Ja, der wird jetzt da vorne wegfahren. Ja, Audi ist dran am Krankenzocker. Ja. Im Krankenzocker ist soll ich vom vorletzten Platz losgefahren. Der ist jetzt auf 2. Der kranke Zocker, der hat 15 Plätze gut gemacht. Ja. Ja, vom P17, vorletzter Jahr. Tatsache. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber. Audi vorbei am kranken Zocker. Ja. Und da kommt der kranke Zocker aber auch weit raus, hab ich noch gesehen. Ja, er hat sich spät gebremst. Und Guaga dahinter direkt am Zugführer. Ja, und kranker Zocker hat sich vorbei. Fast weggedreht. Ja. So, da hinten ist jemand hoch, da hinten ist ganz weit rausgekommen jemand. Guaga geht währenddessen parallel hier an Zugführer vorbei in die Schneckenkurve und da vor der kranke Zocker. Das ist dann irgendwie schon gebremst, glaube ich. Bernd geht jetzt in die Box, um seine Strafe abzusitzen. Und Randy auch. Nur Randy auch, siehst du? Ich habe gesagt, das zählt noch nicht. Mies für den Randy. Jetzt einmal die Durchfahrtsstrafe für Randy und dann heißt es aufholen für ihn. Ja. Währenddessen auch noch Meisterin Lampina gerade am Randy vorbeigeht. Ja, und Randy ist noch in der Box. Jetzt ist er jetzt raus und Kutti vorbei. Und jetzt ist er Kutti auch noch vorbei. Aber Randy direkt wieder vorbei, weil Kutti sich verbremst hat in der Schneckenkurve. Ja. Randy jetzt auf P12. Jo, das wird auf jeden Fall jetzt interessant, was der rausholen wird. Welche Position nachher am Ende. Und Zugführer ist dran am Guaga. 0,2 Sekunden und dahinter CRF und Psycho, das beobachte ich mal kurz das Duell. Wenn es eins gibt. Ja, ich glaube, ja, die lesen sich jetzt auf die Geraden richtig zurecht. Mhm. Ja, kam Zugführer ein bisschen quer. Und jetzt Windschatten rausholen. Wieder auch nicht reichen für Zugführer.
Oh, da kommt der Angriff. Ja, oder? Ja, Ja, ich check sie. er hat sich nur kurz gezeigt. Ja. Nur kurz mal im Spiegel gezeigt. Hallo, hier bin ich. Davor auch Uaga und kranker Zocker, alles ziemlich nah beieinander. Ja. Davor ist, glaube ich, auch schon Audi. Ja, Ein da kommen schöner zwei Schlitten. weit raus, kranker Zocker und Audi. Zwei ziemlich weit rausgekommen gerade. Dadurch Uaga jetzt dran an den beiden. Kranke Zocker geht gerade vorbei an Audi. Kommt da der Konter? Ja, kommt der Konter. Ja, oh, da schießt auch Uaga noch rein. Ja. Ja, ich weiß, gab es da eine Berührung? Ich habe es nicht genau gesehen. Ja, ich glaube, da gab es eine Berührung zwischen ihm und Audi. Der kranker Zocker. Bernd schon wieder in der Box, was ist da los? Weiß ich auch nicht. Er braucht einen neuen Flügel. Ne? Das sieht nicht so aus, ne? Das ist Durchfahrt. Und Randy auch. Nochmal. Oha. Randy auch, was ist da los? Haben die mehrere Durchfahrtsstrafen kassiert oder Ne, was die ist hier haben nur eine los? kassiert. Jetzt Wir bin ich fahren mal. beide nochmal durch. Ja, jetzt bin ich aber interessant, ob die jetzt disqualifiziert werden. Ja. Das wäre natürlich richtig bitter, wenn jetzt Und wieder so Randy ein. geht auf Wetz. Was? Nee, Randy ist durchgefahren. Der hat bei mir Red stehen. Warte mal, ich guck mal bei mir. Tatsache, ja. Der Bei mir auch. Regenreifen. Ja, die Regenreifen drauf. Okay. Ob das richtig Ah. war, ich weiß es nicht. Mal abwarten. Ich wüsste doch nicht. Ja. Gucken. Entweder hat er dabei jetzt große losgezogen, weil gleich alle rein müssen und die Bedingungen jetzt schwieriger werden. Ich bin mal gespannt. Ja. Denn es gibt vorne immer noch dieses Vierer-Duell zwischen Audi, Braga, Kranke Zocker und Zugführer. Ja, Zugführer muss ich jetzt an Kranker Zocker vorbeischieben. Reicht nicht. Ja, es wird knapp. Weil Zugführer hat die Außenbahn. Ja, aber kann jetzt vielleicht reinstechen. Nee, kann man nicht. Nee, macht er nicht. Da kommt kein Angriff. Aber währenddessen Audi am Uaga vorbei, beziehungsweise die Ja. fahren nebeneinander. Geht er vorbei, der Audi? Ja, schafft's. Kommt vorbei. Oh, kleiner Quersteher beim Krankenzocker. Aber der ist direkt dran am Burger. Ja, die vier, die geben sich richtig die Kante. Und währenddessen holt auch Stumpi weiter aufs Feld auf. 15 Sekunden jetzt in Anführungszeichen nur noch. Ja. Da waren wir bei Kranker 22. Zocker ist neben Burger. Und ist vorbei. Gib mir ein Bäumchen, wechsel dich hier vorne. Währenddessen. Ja. Ich weiß nicht, ob sein Jeff da vielleicht eine falsche Ansage gemacht hat. Kein Aufwand. Aber der ein oder andere Jeff, der hier mit rumfährt, der ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube auch. Es hat schon gerade im Rennen die ganze Zeit so ein bisschen getröpfelt. Musste man schon ein bisschen vorsichtiger am Gas sein, aber es ging noch, wie gesagt. War noch fahrbar. Solange man das bei den Autos so nennen kann. Jetzt Zugführer wieder am Boager dran, geht außen vorbei. Der den besseren Exit sieht so aus. Oh, da fährt der Zugführer aber ziemlich weit hin. Jetzt der Konter innen. Und jetzt hat wieder der Boager die Innenseite. Der Zugführer die Zugführer. Innenseite. Die haben beide denselben Helm, habe ich das Ja. Gefühl. Ja, und Wager ist ziemlich weit rausgekommen. Ja. Da ist ein kranker Zocker im Windschatten von Audi. Von Zugführer. Hinten hat sich alles ein bisschen gezogen. Der Psycho ist jetzt knapp 1,6 Sekunden jetzt hinter Burger und Zugführer, während die sich da weiter bekriegen da. Randy verliert immer mehr Zeit. Es fährt auch noch kein anderer rein, um sich die Wets zu holen. Ob das jetzt. Oder Da eben hinten ist ist irgendeiner einer. gerade. Geradeaus Ja. geschossen. Da ist CRF. einer in die Box, das ist CHF. Er hat auch vor 6 Runden erst gewechselt. Ich glaube, ich beobachte das mal gerade. Ich denke, er wird sich jetzt auch die Regenreifen holen. Da steht die Boxenkugel schon fertig. Ja, das sieht man ja bei den Reifen hier nicht, was da für welche sind.
Da Ja, sind die sind die jetzt. Regenreifen. Also der Regen wird auf jeden Fall mehr. Ja. Und mal gucken, wer da noch in die Box kommt. Oder ob die Erik ist durchfahren. weitergefahren, Lampina auch, Bernd ist weitergefahren, Kutti ist auch weitergefahren, Gelb Sektor 1. Ja, CRF hat sich gedreht. Eieiei. Ja, fährt da quer über die Wiese, macht den Lotus Rasenmäher. Ja. Währenddessen auch, glaube ich, Meisterin Lampina gerade an ihm vorbei rutscht. Ja, Ja, ne, ja, doch, ja. Jetzt. Doch, ist vorbei, ist Jo. vorbei. Ja, CRF hat auch Probleme mit den Reifen. Ja, das denke ich mir. Hat jetzt auch schon wieder über eine Sekunde auf Lampina verloren. Ja, und Buaga ist eine halbe Sekunde dran an Zugführer. Ja, und direkt davor, Kranke Zocker und Audi auch wieder. Die beiden Duelle gibt es hier vorne. Ja, ich glaube auch. Es ist noch zu wenig. Also 23 Sekunden hin, ja. CRF auch schon 4 Sekunden jetzt auf Meisterin Lampina. Ja. Oh, da kommt der Zugführer weit raus. Eieiei, da hat er jetzt gerade mächtig was verloren. Und was ist hier los? Da auch der Buaga ist sehr weit rausgekommen. Ja, und sehr das Auto gerade noch abfangen können gegen ja. Bernd. Bernd geht auch vorbei. Ich glaube, es war zu früh für die Reds. Ja, war auch. Ja. Oh, da kommt sehr weit. Auch sehr weit raus, ja. Ich glaube, man könnte es eigentlich, also so wie das bisher läuft, so wie es aussieht bis jetzt, kann man das auf den Trockenreifen durchfahren. Ja. Weil Iron Senna setzt sich vorne oh, immer weiter da ab. Hinten ist CRF ist durchgeschossen. In die Box. Holt er sich Trockenreifen wieder. Das ist natürlich richtig ärgerlich jetzt. Ja, er hat erst 30 Sekunden, das geht auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Und er wechselt, ja, ja, er wechselt zurück auf die Trockenen. Randy auch, der fällt auch in den Bock. Randy geht auch wieder rein, ja. Oh, und Meister Lampina ist an Erik vorbei. Oh, Tatsache, ja. 3 Sekunden Abstand jetzt schon auf den Erik. Ich glaube, da war irgendwo ein Fehler beim Erik. Weil der Bernd hängt jetzt auch direkt im Getriebe. Und Erik. CRF und Randy jetzt schon jeweils 3 Stops gemacht. Alle anderen einen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen auch durchfahren werden. Ah, Randy jetzt sogar mit seinem 4. Stopp, okay. So, Kranker Zocker ist dran an Audi. Ja, ich bleib mal gerade beim Bernd gegen Erik, weil da kommt nämlich gerade, glaube ich, der Angriff gegen Erik. Ich weiß nicht. Bernd innen. Jetzt Erik kommt der Switchback. Ja, vor der langen Rechtskurve. Ja, aber vielleicht hat Bernd jetzt einen besseren Exit. So, jetzt kommen wir jetzt gerade raus aus der langen Kurve. Ja, etwa gleich, würde ich sagen, die beiden. Aber Bernd jetzt ein bisschen im Windschatten. Weil er ist der ist und so ein Spök, es gab es ja nicht hier. Nee. Da war eine kleine Andeutung von einem Angriff, aber kommt nix. Jetzt vielleicht wäre einer besseren Exit erwischt. Boah, da ist er aber richtig nah dran. Jetzt Bernd links, nimmt er die Innenseite gegen Erik. Nein, zieht nochmal zurück, zieht nochmal zurück. Ja. Bernd ist auch noch schlau mit Blackpool. Hat die Session verlassen, ja. Ja. Ich sehe gerade, Iron Senna hat vorne jetzt eine Sekunde auf den Audi verloren. Ja. Ob er da irgendwo mal einen Quersteher hatte, der liebe Iron Senna.
welche Zeitstrafe hat. Bestimmt auch Ja, interessant. das wird, glaube ich, auch sehr interessant. Ja, vor allen Dingen während der Safety-Car-Phase, da hat es ja ein paar gehagelt. Ja. Aber, glaube ich, meist Durchfahrtsstrafen waren das, glaube ich, die meisten. Ansonsten gibt es hier in China eigentlich eher weniger Möglichkeiten, sich eine Zeitstrafe abzuholen. Ah, doch, da gehört an der Stelle. Das ist die letzte Ja, Kurve die vor Start und Ziel. letzte Kurve, ja. Wenn man da auch zu weit rauskommt, zu schnell, Ja. kann das auch schon mal vorkommen. Zu weit raus oder zu eng nehmen. Ja. Und hier immer noch der Kampf zwischen Audi und Franke Zocker. Franke Zocker jetzt im Windschatten von Audi. Versucht es außen in der Schneckenkurve. Ich glaube, das gibt aber keinen. Nee. Ne, das wird nichts. Hinten der Bernd immer noch am Erik dran. Fährt Erik wieder seinen Bus? Ja, War wahrscheinlich. jetzt Bernd im Windschatten. Geht nach neben Erik. Ist jetzt auf der Haarnadelkurve innen gegen den Erik. Und geht auch vorbei. Ja. Bremse aber beide spät. Ja, ich gesehen, beide recht weit rausgekommen, aber Bernd sicher vorbeigegangen. Und Kranker Okay. Zocker hat sich gedreht. Ja, In der bitter. Schneckenkurve. Bitter, bitter. Was hat hier Zugführer rein? gerade vorbeigegangen. Ja. Und gerade nach oben gegangen, sah habe ich einen kranken Zocker quer stehen sehen in der Kurve. Arm Ah, es ist Wagerl. mies. Spät gebremst. So, Erik bleibt dran an El Presidente. Ja. Muss er aufpassen, nicht, dass er eine Rennsperre kassiert. Ja. Oh. Oh, da kommt er ins Kies, der Ja. Erik. Konnte ich jetzt auf der Kameraperspektive nicht genau erkennen, warum, aber da quer stand. Er hat zu viel Gas Aber gegeben. da hat's. Ja. Beifahrer Da hat hat er drauf. natürlich jetzt richtig Zeit verloren. Ja. Und meine Autoteile liegen da immer noch rum. Mögen die Chinesen wohl nicht aufräumen, das ist ja nett. Ja, und hinten kam Kuti ein bisschen weit raus. Auch CRF kommt da schon mächtig quer. Und Randy, der gibt sich hier ganz hinten alleine die Zeiten hier. Ja. Und auch wieder ein Quer. Oh, da verbremst er sich in der Schneckenkurve. Da sieht die Schneckenkurve, wie Ja. schnell er ist. Ach so, stimmt, da ist er schon. Die Schneckenkurve ist nach Start 4. Ja. Ich dachte, das sah so aus, als wäre er da gerade gewesen, deswegen. Ja. Oh, gelbe Gelb in Sektor. Sektor 3. Hat er mal CAF? Ja, der war. Hat er gemacht, hat er sich quergestellt. Ja, wahrscheinlich. Randy ist jetzt da, gucken wir Iron Senna. Ja, Iron Senna hängt Randy fast im Nacken. Ja, da fehlt auch nicht mehr viel. Nee, beide auf der langen Gerade jetzt. Ja. Was ist das? Das ist natürlich für einen Fahrer wie Randy die Höchststrafe. Ja, aber so könnte ich mir das auch morgen vorstellen. Das wäre nämlich Hammer Ja, herrlich. das könnte er gerne machen. Das hätte ich auch nichts gegen. Ja. Dann kann er sich ja mit dir dann morgen den Kampf um den letzten Platz liefern. Ja, ich mache auch mit, keine Angst. Also China, wie gesagt, das ist grauenvoll. Außer ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen Training gefahren noch heute mit den neueren Autos. Ja. Im Regen kam ich ganz gut klar, so von den Zeiten her, aber im Trockenen irgendwie nicht.
Naja, wird sich alles morgen zeigen. Heute ist Klassik. Ja, genau. Wobei sich das hier im Moment wirklich in Grenzen hält, sag ich mal, was die Spannung und Kämpfe angeht. Bernd jetzt 1,4 Sekunden dran an Meisterin Lampina. Ja. Wird auch immer weniger. Ja, der ist 2 Sekunden ungefähr hinter Krankheitsopfer. Ja. Und Audi auch wieder 10 hinterm Senna. Und Gelb in Sektor 3. Müsste jetzt hier irgendwo was sein. Ich sehe aber nichts. Ich wollte nämlich direkt wieder bohren. Nee. Ja, auch nichts gesehen. Da ist wahrscheinlich einer auf die Wiese gekommen. Oh, da kommt der Bernd, glaube ich, ein Stück weit raus, ja. Und schon wieder Gelb, Sektor 3. Ja. Und auch direkt wieder weg. Oh, boah, driftet der Bernd aber um die Kurve. Mein Gott, als wenn der da kann, ey. Alter Schwede. Da ist er auch mal gut rumgedriftet hier. Auf jeden Fall. Also da kann ja, dafür jeder. Sind die Autos. Nee, das ist richtig. Dafür sind die Autos ja prädestiniert hier. Zum Driften. Ja. Einmal zu viel Gas. Schon kommt das halt. Ja, einmal. Richtig. Das ist, obwohl er eigentlich so hinten so riesen Ballonreifen drauf hat. Wieder Gelb in Sektor 3. Okay. Komisch. Ja, Meisterin Lampina kämpft mit dem Auto. Bernd ist jetzt dran, eine halbe Sekunde. Und der Zugführer sieht auch schon den Audi. Ja, es sind knapp 2,3 jetzt. 2,3 Sekunden. Und jetzt Bernd gegen Lampina. Hinten. Vor der schnellen Gerade. Ja. Ja, muss so mit dem Auto hin. Ja, da war ein Fehler von Meister Lampina. Ja, ist nicht gut rausgekommen aus der Kurve. Und die Bernd deutlich. Bernd vorbei, ja. Ja, aber Meisterin Lampina. Kommt jetzt der Konter? Kommt der Konter vor der Kurve? Ja. Ja. Aber Bernd hat den besseren Exit, ja. Meisterin Lampina zeigt auf jeden Fall Eierstöcke gegen Bernd. Das ist richtig. Ich glaube, Audi hat einen Fehler gemacht. Zugführer um eine halbe Sekunde dran. Ja. Wir kommen jetzt sofort auf die schnellen Gerade. Ja, hier hat Audi aber den besseren Exit. Ja. Reicht der Windschatten? Um sich ein bisschen ranzusaugen. Ne, zum Überholen nicht, aber ein bisschen dran ziehen. Ja. Da geht der Zugführer schon raus. Ne, da hat viel zu viel Platz noch. Ja, der geht aber früher auf die Bremse. Gelb in Sektor 2. CHF hinten. An Kutti dran. Ja. Nicht genau auf die Abstände geachtet, ob da auch ein Fehler gewesen ist von Kutti. Vergibt das jetzt hier auch nochmal einen lustigen Kampf. Nutznießer von dem Kampf, eventuell der Randy, weil der ist jetzt nur noch 19 Sekunden hinter denen. Ja, aber es sind nur noch 4 Runden, 5 Runden. Nur noch, ja, ja, sind nur noch 4 Runden. Ja. Oh, und dann dreht sich hier. Da kommt er quer weg. Na, ja, ganz gedreht hat er sich nicht, auf jeden Fall. Ja. Auch stand er da abfangen. Mächtig quer, ja. Da ging es ihm wie mir, aber bei mir ist es anders ausgegangen. Und der Bernd jetzt am Stumpi dran, 1,8 Sekunden. Wobei Stumpi gerade mächtig weit rauskam in der Arnold-Kurve.
Ich glaube, das war gerade Gelb Sektor 3 vom Stumpi. Ja, das kommt wie beim Teamkollegen. Ja. Wo ist der Stumpi hin? Der Stumpi hat den. Stumpi geht in die Box. Was macht er? Hat sich irgendwo ein Auto kaputt gemacht? Oder man hat sich irgendwo was kaputt gefahren? Gucken wir die Jungs da bereit halten. Nee, muss ich noch frische Reifen. Doch, Flügel. Ja? Ja, ja, krieg einen Flügel. Krieg einen neuen Flügel. Da hat sich der Stumpi das Näschen kaputt gemacht. Ja, gucken, ob Putti jetzt vorbeikommt. Jo, Putti ist vorbei. Ja, Putti geht noch vorbei. CRF, also kann nicht mehr. CRF direkt. Nee, Putti ist vorbei. Ja. Boah, kommt CRF auch noch mit dem Drift hier durch die Schneckenkurve. Und boah, geht und innen an Stumpi. Ja. Der muss jetzt aufpassen, der Stumpi, weil die Reifen sind noch kalt. Oh ja, die sind sehr kalt. Ja. Da geht CRF gerade an ihm vorbei. Der Abstand zwischen Ayrton Senna und Randy bleibt etwa gleich. Super, musst du jetzt ein bisschen abreißen lassen von Audi. Ja, knappe Sekunde wieder dazwischen. Das ist immer fies bei den Autos. Ein Querschläger und du verlierst so viel Zeit. Das ist unfassbar. Ja. Ich glaube, die drei versuchen halt jetzt so nach Hause zu kommen. Ich denke auch, ja. Was hier kranke Zocker und Braga dahinter noch machen, aber P4 und 5 liegen auch direkt hintereinander. Ja, ist auch eine Sekunde, eineinhalb. Ja. Der Psycho fährt da ganz alleine seine Runden. Ja. Der Bernd hat auch schon jetzt 4 Sekunden auf Meisterin Lapina gut gemacht. CHF und Kutti dahinter noch kämpfen hier um den letzten Platz zum Punkt. Da noch mal spannend werden. Und im Hintergrund Stumpi auch wieder weit rausgekommen. Ja, da ist jetzt auch nur noch Wendy nach 9 Sekunden dahinter. Mhm. CRF geht vorbei am Stumpi. Kutti. An Kutti, sorry, nicht Stumpi. Ja, weil Kutti hatte Probleme auf Start und Ziel mit seinem Auto. Ja. Kutti, der hat es ein bisschen quergestellt, glaube ich, auf der Geraden. So, das, was ich meinte, direkt 2 Sekunden. Pam. Ja. Und Randy hat nochmal 2 Sekunden, jetzt nur noch 7 Sekunden. Und Zugführer ist vorbei an Audi. Oha, was ist da passiert? Ne, ich auch gar nicht. Weil da scheint irgendwas passiert zu sein beim Audi. Ja, 0,4 Sekunden. Ja. Jetzt im Windschein, dann gibt das hier nochmal einen Platz. Ja, aber Zugführer macht die Tür zu. Ja. Audi bleibt dran. Ja. Buaga ist jetzt eine halbe Sekunde hinter kranker Zocker. Mhm. Kommt auch immer näher. Und Audi stellt sich quer! Jo. Da hat's den Audi rausgehauen. War zu viel Gas. Hatte, ja. Wollte er zu viel, hat vorne links den Flügel. Ja, kranker Zocker geht vorbei und Buaga auch. Ah, zwei Runden vor Schluss. Ja. Ja. Zwei Runden vor Schluss und den Flügel kaputt beim Audi. Aber Audi wird jetzt durchfahren. Ja, davon gehe ich aus. Weil der hat über 33 Sekunden Abstand. Ja, ja, richtig. Ja. Schon wieder gelb, Sektor 3. Ist ja irgendwas von hier vor. Oh, Stumpi. Stumpi und Randy ist jetzt dran. Randy ist vorbei an Stumpi. Ja. Dann haben wir jetzt noch Warner
dran und Krankheitserfahrung. Gehen jetzt noch immer Podium. Ja. Und direkt dahinter ist Audi. Das heißt, einer von den dreien, wenn einer noch einen Fehler macht hier, ja, kann sich hier noch eine Menge ändern. Vorne einsam seine Runden. 20 Sekunden ja. Weiter Aufzugführer. Oh, Gelb Sektor 1. War das 1, ja, ne? Nee, der fährt. Ja. Gelb Sektor 2. 2. Auch wieder weg. Ich glaube, der zeigt einfach nur Gelb, sobald hier ein Auto quer steht. Auch Meisterin Lampina an Bernd dran. Ich glaube, ja, da hatte Bernd gerade ein kleines Problem. Vielleicht war ja die Aktion mit Gelb in Sektor 2. Ja, davon gehe ich aus. Audi hat hier seine Mühen dran zu bleiben an Buaga und Kranke Zocke. Es ist Sekunde, ja, währenddessen Psycho 11 Sekunden aufgeholt hat. Auch die ganze Truppe hier. Ja, mal von der Pina ist jetzt nebenher. Kommt aber nicht dran vorbei. Jetzt. Jetzt, ja. Kommt Bernd den besseren Exit? Nee. Nee, nee. Meisterin Lapina geht vorbei am Bernd. Sehr schön. In der vorletzten Runde. Ja, Bernd, da will ich mir doch Gedanken machen. Ich darf mich kaputt mäßig von der Frau schlagen. Und hinten Randy an Kutti. Ich ja, glaube, der Randy ist gerade richtig on fire hier. Ja, ja. So leid es mir für Kutti tut, ich glaube, er schafft es aufs Startziel. Ja. Vorne hat sich wieder ein bisschen gezogen. Kranke Zocker knapp 2 Sekunden vor Buaga. Ja, und Bernd hat jetzt 1 Sekunde Abstand auf Meisterin Lampina. Ja. Eine halbe Sekunde fast. Das ist nur eine Sekunde, ja. Bleiben ihn etwa gleich. Ja. Und Iron Senna ist jetzt in seiner letzten Runde. Ja, gehen wir mal drauf. Weiter ein bisschen hinten. Ich glaube, CHF an Erik dran. Bleib du mal auf dem Iron Senna. Hat ja auch seine Sendezeit verdient, der Gute. Ja. Dann geht es um Platz 10 hier zwischen Erik und CHF. Was macht der Bernd? Kommt da nochmal ein Angriff oder nicht? Hey, Bernd. Jetzt auf der langen Geraden gegen Meisterin Lampina im Windschatten. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Und CHF geht an Erik vorbei. Aber irgendeiner von den beiden stand da gerade ein bisschen quer in der Kurve. Ja, wahrscheinlich. Hat Erik gerade noch. Den... Erik, ja, halt die Karre, Junge. Hat er noch gehalten. Aber dahinter kommt Randy. Wahnsinn, wenn also, na, nee, das reicht nicht mehr für Randy, um in die Punkte zu fahren. Bernd jetzt 0,3 Sekunden an Meisterin Lampina. Jetzt kommt sie auch auf die Zeitstrafe an. Ja, und Iron Senna ist jetzt auf der langen Gerade. Ja. Kann sich der Bernd den Platz noch zurückholen oder nicht? Erik hat abreißen lassen. 4 Sekunden jetzt auf CRF. Ja, ja, wegen dem Quersteher gerade. Meisterin Lampina. Ja. Drauf. Ja, und Iron Senna holt. Oh, und da haut's den Bernd weg. Oh, haut er sich noch den Flügel kaputt. Und da hat's den Bernd noch den Flügel gekostet. Und Iron Senna gewinnt das Rennen in der Classic mit dem Lotus hier in China. Glückwunsch dazu. Ja, sehr verdient.
Glückwunsch dazu definitiv. Stumpi auch schon über dem Ziel. Ja, und jetzt kommt Oh, das Kipchoa. wird. Freut sich über den zweiten Platz. Definitiv. Oh, ein sehr Und starkes Rennen. Kranka Kranker Zocker auch Zocker holt und sich den dritten. Waga auch. Ja. Platz 4, Audi Platz 5. Dann kommt Chito. Und Randy ist noch an Erik vorbeigegangen. Alter Randy Schwede. fährt hier echt noch in die Punkte. Ich brech ab. Der Kerl, das ist Wahnsinn. Oder hat Erik da einen Abschluss gemacht? Ich weiß nicht. Ja, der hat 4 Sekunden. Ich weiß nicht, ob er irgendwo wieder einen Fehler sich eingeschlichen hat. Psycho jetzt über die Linie als Obwohl Sechster. Bernd. Boah, Erik dreht es wieder fast weg. Und währenddessen kommt Kutti immer näher. Und hier überall leuchtet die Benzinleuchte. Ja. Als nächstes Meisterin Lampina, Glückwunsch, Platz 7. Ja. Wahrscheinlich. Also zeitstrafentechnisch, glaube ich, hat sich hier gerade gar nichts verändert. Nee. Ja, Meisterin ja, Lampina genau. geht übers Ziel. Als Jetzt nächstes kommt El Bernd. Presidente. Auch übers Ziel, Platz 8. Ich glaube, das wird ihn noch ein bisschen ärgern, auch wegen dem roten Flügel, den er sich da noch Ja. geholt hat. CRF CAF, auf 9. Platz 9, sehr stark. Randy Den letzten Punkt. Mit 4 Stops den letzten Punkt. Ja. Schleicht ohne Benzin übers Ziel. Danach Erik und Kutti. Ich glaube, auch Erik hat kein Benzin mehr. Erik hat keinen Sprit mehr. Oh! Das war Oh, knapp. Das war richtig eng. Das war richtig eng. Erik auf P11. Ja. Erik hat es noch auf P11 geschafft. Boah, der hat auch keinen Sprit mehr gehabt. Alter Vater, das war, glaube ich. Das war sowas von knapp. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das war ein Augenschlag dazwischen. Das war gar nichts. Erik und Ring, der. Aber ich frag mich gerade, was Zugführer da für einen Anzug hat, Alter. Ist das ein Mädchen geworden oder was? Ich habe keine Ahnung. Pink? Ja, Junge. 20.000stel zwischen Erik und Kutti. Alter Schwede. 20.000stel. Es war nichts, ein Hauch von nichts dazwischen. Ja, dann würde ich mal sagen, laden wir mal die drei ein hier. Ja. Senna, Zugführer und den Kranken. Da muss man eben die Party größer machen. Reichen 4, 1, 2, 5. So. Lädst du die ein? Warte. So, warte mal denn hier. Den Krankenzocker, den Zugführer. Ist der? Wir haben keine Strafen. Und Iron Senna? Ne, ich glaube nicht. No, Iwan hat eine Strafe, aber der ist DNF gegangen. Gut, dich. Wo ist er denn, der liebe Krankenzocker? Wo ist er denn? Durcheinander? Hat der kranke Zocker jetzt bei mir nicht mal angezeigt, keine Ahnung. Da haben wir doch. So, sind alle eingeladen. Ja, da ist auch der Maddi schon da. Moin, moin. 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 Da ist der kranke Zocker und der Zugführer auch alle da. Jawohl. Jawohl. Jungs, starkes Rennen. Mich hat es ja unterwegs irgendwo einen Reifen gekostet. Oh je. Hey Brudi, musst du das Reifen suchen? Genau das, der. Ich kann dir sagen, wo der Reifen, der stand das ganze Rennen an der gleichen Stelle rum. Die faule Echt? Sau. Der nicht, ist der weg? Ist der Bug oder was? Ist er nicht weggegangen? Nö, der ist nicht weggegangen. Der stand die ganze Zeit noch in der Mauer rum. Willkommen bei Cockmasters. Richtig. Bugmaster. Ja, die Chinesen hatten einfach keine Lust, da aufzurollen. Die hatten einfach keine Lust, aufzurollen.
So, dann übergebe ich mal das Mikro an den Jens, der dann mal mit der Befragung beginnt. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an allen drei. Merci, Kollege. Ja, bitteschön. Dann fangen wir auch mal morgen mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Nein. Kommen wir auf jeden Fall zum drittplatzierten kranker Zocker. Ich bin immer noch buff. Ich bin buffig. Qualifying hatte ich einen Bug. Ja, ich wollte eigentlich, ich hab's gedreht. Ich wollte eigentlich wieder auf die Straße, wollte aber den noch vorbeilassen, damit ich ihn nicht, ich weiß nicht, wer es war, aber ich wollte ihn vorbeilassen, damit ich nicht in ihn reinfahre oder so. Ja, und dann 2 Meter vorgefahren, auf einmal hieß es ja von der vom Rennen disqualifiziert, zwecks falsche Richtung, obwohl ich in der richtigen Richtung stand. Ja. Und ich so, ja gut, okay, komm, egal, räumen wir halt von hinten auf, ne? Der Start, muss ich ganz ehrlich sagen, super erwischt, gleich 5 Plätze gut gemacht. Ich glaube, es waren 5 oder 4. Ja, es war einiges. Ja, 5 auf jeden Fall. Ja, bin super durchgekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mit P3 gerechnet, aber die Pace, ich hatte eine böse geile Pace. Also ich muss mich jetzt gerade selber loben, auch wenn es stinkt, aber nein, also von 17 auf 3, das Respekt, ist schon definitiv. Höhepunkt sehr, bis jetzt. Sehr stark, ja. Mich hat es auch einmal gedreht, ja, wo ich hinter Audi war, hat es mich einmal gedreht. Gott sei Dank aber nur so, dass Buaga vorbei, oder nicht vorbei, sondern hinter mir war. Also Zugführer ist dann an mir vorbeigegangen, aber das habe ich dann Gott sei Dank durch den Crash von Audi, hatte ich noch ein bisschen Glück. Ja. Also super geiles Rennen, auch mit den ganzen Leuten, die Fights, also es war richtig geil. Ja. Sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zum Zweitplatzierten, zum Zugführer. Ich hoffe, die Pace kannst du morgen weiterziehen. Hey, jawohl, ja, ich hoffe es auch. Ja. Ich meine, schneller als 260 wirst du nicht. Haha, werden wir sehen. Nein, also Qualifying, das war okay. Ich meine, ich bin da einmal mit Meisterin Lampina zusammengeknallt. Und dann einmal beim Rausfahren aus der Boxengasse ja auch nochmal. Dann dachte ich schon, scheiße, ich krieg's nicht mehr hin und dann war ich doch noch bis auf Platz 5. Ja, im Rennen der Start, ja erst einen Platz verloren, aber dann so mit der Zeit, erst habe ich nicht so einen Takt reingefunden. Und habe einfach mal geguckt, dass ich einfach erstmal nur die Pace halte, mal gucken, was vor mir passiert und ja. Dann haben sie sich ja alle irgendwie nacheinander verdienisiert, ne? Ja. Und die letzten 3 Runden habe ich dann einfach nur noch gesagt, komm, trag das Auto jetzt heim, nach hinten hast du genug Abstand und das passt dann. Und ja, dann ist Audi ja vor mir noch raus und dann war das echt perfekt. Jo. Ja. Ja, ich hoffe, das kann ich morgen auch so umsetzen. Hoffen wir es für Renault. Müssen wir. Ja. Gut, dann Dankeschön dafür. Dann kommen wir zu unserem Meister heute hier in China mit dem 72er Lotus, zu unserem Iron Senna. Danke, danke. Ja, ich würde sagen, ich habe mir das auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, zu heute zu gewinnen. Das habe ich auch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Randy mit der Pole, das war auf jeden Fall nochmal eine Hammerzeit. Da habe ich mich erst ein bisschen erschrocken. Aber okay, habe ich mir auch nichts weiter draus gemacht, weil ich weiß, dass der echt ein sehr starker Konkurrent von mir ist. Und ja, Start habe ich ein bisschen hinter ihm festgehangen. Ansonsten habe ich ihn dann, ich glaube, in Runde 3 oder so überholt. Und ja, es verlief eigentlich alles nach Plan. Also ein paar Mal quergestanden natürlich. Das hatte, glaube ich, jeder. Und den Restart, den habe ich sehr gut erwischt. Da hatte ich, glaube ich, dann nach einer Runde wieder den 7 Sekunden Abstand drin, den ich vorher bei Randy hatte. Also Randy ist zu früh in die Box. Randy ist da zu früh in die Box gegangen wegen seiner Durchfahrtsstrafe. Musste direkt danach die Runde nochmal rein. Ah, okay, ich dachte, der hätte sich weggeschossen. Nee. Das Problem ist, bei der Safety-Car-Phase darfst du erst in der Box, wenn er eine komplette Runde zu Ende gefahren ist. Ja. Das wird dann nicht gewertet. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Glückwunsch das dazu. Muss sagen, ne? Auf jeden Fall. Glückwunsch zu dem Sieg. Sondern gucken.
wer die schnellste Runde hatte. Ich glaube, das warst auch du, der Einzige unter 2 Minuten. Ja, das war schon ziemlich am Anfang, da hat sich ja auch nichts mehr getan wegen dem scheiß Regen, ne? Das ja, waren ja, ja Bedingungen, das ging ja also, gar nicht, ey. Das also am Ende... Das erste, was überhaupt gibt, ne? Mit dem Auto, die Bedingungen. Am Ende ist das Auto ja nur noch quer gestanden, also da musstest du echt gucken, dass du das Auto wirklich unter Kontrolle hattest. So, wirklich, du hast es eigentlich im Prinzip echt nur noch heimgetragen. Ja, richtig. Also ich hatte am Ende auch so Probleme. Ich hatte Glück, dass Buaga hinter mir auch so Probleme hatte. Aber ich denke mal, jeder hatte diese Probleme am Ende. Ja, wahrscheinlich. Außer Randy, der hat am Ende dann doch noch einen Punkt geholt. Der hat da hinten das Feld noch mal ein bisschen aufgeräumt, von Platz 14 auf 10 noch gefahren. Der fährt ja kein Formel 1, der fährt ja Star Wars. Ja, das ist richtig. Der fährt den Millennium Falcon, was so da angeht. Das ist echt nicht normal. Ja, Jungs, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, wenn noch Fragen sind, Kommentare, haut raus. Danke fürs geile Rennen, ich hoffe, es mir Spaß macht. Ja, von mir auch. Und Glückwunsch, Iron Senna, für den ersten Platz. Vielen, vielen Dank. Genau, happy birthday. Nein. Ja. Also, ciao, ciao. Tschö. Ciao, ciao. Schaltet auf jeden Fall morgen ein, 23.15 Uhr, GNL Saturday Night Racing. Wir freuen uns auf euch. So sieht's aus. Auf jeden Fall. Die Runde 3 beginnt. Mhm. Wenn man Zeit, dass ich mal ins Ziel komme. Dieses Jahr läuft doch gar nicht. Naja. Na gut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in aller Frische. Bis denn. Bis denn, Jungs. Ciao.